Grüße euch, Paraguay live und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Mein Name ist Pitt und das heutige Thema verrate ich euch gleich. Bleibt dran! So, es geht um die Auswanderung aus Deutschland und zwar von deutschen Staatsbürgern und die Einwanderung nach Paraguay. Also es sind gewisse Erleichterungen, und zwar ganz wichtige Erleichterungen, und da werde ich in diesem Video versuchen, euch das einfach so kurz wie möglich zu erklären, welche Änderungen es gibt, und zweitens eine kurze Erklärung, wie man die notwendigen Dokumente beantragen kann. Okay, also bleibt dran. Ihr kennt sicherlich vor allem die deutschen Staatsbürger das lästige Problem mit der Beglaubigung von Dokumenten über die paraguayische Botschaft in Berlin bzw. über das Konsulat in Frankfurt. Gut. Erstens war es etwas umständlich, zweitens, es hat immer etwas mehr Zeit gedauert, mehr Zeit in Anspruch genommen. Da waren die zusätzlichen Kosten und letztendlich in diesen schwierigen Zeiten auch gewisse Ungewissheit. Ja, funktioniert das dann? Wann kommt es zurück? Sind die anderen Dokumente korrekt? Etc. etc. Also da waren sämtliche Probleme, sage ich mal, die bei anderen Staatsbürgern, sei es bei Schweizer, Österreicher, Polen, Russen, Kanadier und wie auch immer, waren die einfach nicht da, war es einfach, es hat eine Apostille gereicht. So, und jetzt eine Hiobotschaft. Es gilt ab sofort auch für die deutschen Staatsbürger. Das heißt, an den Dokumenten ändert sich ja nichts. Es ist nur viel einfacher geworden, weil die Apostille letztendlich nur beantragt werden muss. So, dazu gebe ich euch im Prinzip so kleine Ausschnitte. Wo man drin sehen kann, zuerst was eine Apostille ist und zweitens, wo man die beantragen kann. Bitte aber, die Sachen können sich natürlich immer ändern. Von daher am besten grundsätzlich ein Tipp von mir, schaut bei euch auf der Gemeinde oder in der Stadtverwaltung, wo ihr wohnt, ruft einfach an und fragt, wo kann ich die Apostille bekommen, weil ich halt ins Ausland, beziehungsweise ins Ausland, klar, nach Paraguay auswandern möchte, beziehungsweise dahin fahren oder fliegen möchte.
Ja, und ich brauche die Beurkundung von Unterlagen und das wird euch sicherlich auf jeden Fall geholfen. Nichtsdestotrotz gebe ich euch die allgemeinen Informationen dazu und hoffe, es hat euch auf jeden Fall oder es wird euch weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, natürlich in der Beschreibung ist immer meine Telefonnummer bzw. WhatsApp oder auch Telegram-Nummer, die auch gleisen. Von daher könnt ihr euch jederzeit an mich persönlich wenden bzw. auch per E-Mail einfach mal anschreiben und da schreibe ich auf jeden Fall zurück. So, also in diesem Sinne, bleib gesund. Ja, sämtliche Fragen bitte an uns und sowohl per E-Mail als auch per Telefon bzw. WhatsApp oder Telegram oder in eine andere Art und Weise ist überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr auch alle nötigen Informationen und vor allem, wie gesagt, nicht vergessen, hier links werde ich unsere weitere Videos aus unserem Kanal empfehlen und hier rechts oben könnt ihr euch auf jeden Fall drauf klicken und den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Okay, also teilt das Video, Likes nach oben, immer gesund und freundlich bleiben. Und bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao.